Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 270. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinen Gästen zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Fütterung von Zierfischen im Aquarium und dafür habe ich heute den Herrn Muck, Geschäftsführer von der Firma Oase, sowie Herr Wilming, Produktmanager bei Oase am Telefon. Hallo Herr Muck und Herr Wilming, wie geht's Ihnen? Ja. Hallo, sehr gut, von meiner Seite. Ja, von meiner Seite auch. Mögen Sie sich einmal vorstellen, was machen Sie und wie sind Sie beide vielleicht auch zur Aquaristik gekommen? Kann ich erklären. Also mein Name ist Thorsten Muck. Ich bin seit 2016 bei Oase und hatte vorher nicht so viel mit dem Thema Teich und auch nicht mit dem Thema Aquarium zu tun. Bin also sozusagen über Oase zu der Thematik gekommen und bin mittlerweile sehr fasziniert davon. Habe auch ein Aquarium hier in meinem Büro stehen, einen 300-Liter-Tank. Und genieße es einfach, von meinem Schreibtisch hochzugucken, in das Aquarium reinzuschauen, das auch selber zu pflegen, Pflanzen zu schneiden, Wasser zu tauschen, Fische zu füttern, all die ganzen Geschichten. Und ja, habe das also über diese Art und Weise für mich entdeckt und ja, bin einfach fasziniert davon. Ja, ich möchte mich auch Ihnen vorstellen. Mein Name ist Joachim Wilming. Ich beschäftige mich seit meiner Kindheit eigentlich mit dem Thema Aquaristik. Habe also so hingehend dieses Hobby irgendwann zum Beruf gemacht, bin in den Vertrieb von Oase gewechselt und hier seit 2007 beschäftigt. Aktuell arbeite ich im Produktmanagement. Also quasi von der Pike auf gelernt. Könnte man so sagen. Ja, also ein Hobby zum Beruf gemacht, finde ich, ist eh das Beste, was es gibt. Ja, mein Vater hat sich schon immer mit Aquaristik beschäftigt, das war sein Hobby und irgendwann habe ich die ersten Aquarien übernommen, mich dann mit Zirkuszucht beschäftigt, habe dann eine Weile Corydoras gezüchtet, also eigentlich so im südamerikanischen Element aufgehalten, sicherlich auch hin und wieder mal was Ostafrikanisches dazwischen, von allem etwas. Ja. Ein echter Fachmann. Jetzt haben wir ja ganz oft das Wort Oase oder auch Firma Oase gehört. Was ist denn überhaupt Oase? Ja, Oase ist sehr vielfältig unterwegs, aber das verbindende Element ist immer Wasser. Und es reicht von Biorb über Aquaristik, also Indoor-Aquarien, über Teiche bis hin zu Fontänenanlagen, aber auch bis hin zum Thema Wassertechnologie. Also zum Beispiel haben wir oder unsere Tochterfirma Söll ein Produkt entwickelt, mit dem man Schlamm aus Seen entfernen kann. Also eine unglaublich große Bandbreite. Aber wie gesagt, die rote Linie oder der rote Faden ist in aller Regel das ganze Thema Wasser. Das ist mittlerweile ein Unternehmen, das rund 850 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit unterwegs ist, etwa 70% des Geschäftes außerhalb von Deutschland macht. Und ich soll mal sagen, irgendwie bei Oase arbeitet immer irgendeiner, also 24 Stunden quasi sind wir auf der Welt unterwegs. Und ja, sehr, sehr, sehr faszinierendes Thema, weil das, was uns ausmacht, ist, glaube ich, dass wir in erster Linie Menschen mit dem, was wir tun, Freude schenken. Und ich kann mir persönlich ehrlich gesagt nichts Schöneres vorstellen, als das hier zu machen. Jetzt haben wir ja auch erfahren, dass im Büro ein Aquarium steht. Was schwimmt denn da so drin rum? Buntbarsche. Ja. Einfach ein einfaches Buntbarsch-Aquarium. Ja, ganz, ganz einfach. Ich habe auch noch zwei Welse da drin, die ein bisschen dafür sorgen, ein paar Garnelen und so, aber im Wesentlichen sind es Buntbarsche. Heute wollen wir ja speziell mal über die Fütterung von Zierfischen reden oder ein bisschen was erfahren. Fressen denn eigentlich alle Fische das Gleiche? Also das würde ich mal generell verneinen. Also wenn wir alle das Gleiche fressen würden, dann wäre die Natur relativ schnell ausgeräubert. Und so hat die Natur natürlich wunderschöne Spezies hervorgebracht, die sich wiederum alle spezialisiert haben. So sprechen wir von den Omnivoren, den Carnivoren, den Herbivoren, die sich dann wieder unterteilen in spezialisierte Algivorenfresser. Und so kann man also sagen, dass sich das Ganze schon sehr viel spezialisiert hat. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Ganze nicht wie eine rote Linie zu sehen ist. Die Trennung ist nicht immer ganz klar, denn auch herbivore Fresser, wozu den meisten bekannt Schwerträger Guppyplati molli zählt, auch die verschmähen mal eine Mückenlarve nicht, was ja eigentlich sonst den Karnivorenfresser, den Fleischfressenden wieder vorenthalten wäre. Also oder vorbehalten wäre. Von daher ist die Trennungsschärfe sicherlich nicht bei 100%. Aber die Unterscheidung ist sicherlich da und so sollte man auch bei der Ernährung natürlich ein
gewissen Grad auf diese Bedürfnisse eingehen. Worauf sollte man denn bei der Fütterung bei Fischen genau achten? Ich meine, man hört ja oft mal abwechslungsreich, Algenfresser vielleicht nur Algen oder fressen die auch proteinreiches Futter? Was kann man da mal über erfahren? Also wie gerade schon gesagt, ist es natürlich so, dass jeder Fisch eigentlich auch mal eine Proteinquelle nicht verschmähen würde. Für manche ist die in der Natur sicherlich ein bisschen rar gesät, daher kommt die Spezialisierung sicherlich auch, sodass man also in Gewässern, wo proteinarm ist, sicherlich weniger von diesen Quellen hat. Generell würde ich erstmal sagen, dass man auf die richtige Ernährung achten sollte und sich da ein bisschen hingehend spezialisieren sollte und sich auch einmal darauf sicherlich angucken sollte, wie oft zum Beispiel die Fische gefüttert werden. Viele machen da den Fehler, dass man hingeht und einmal am Tag gleich die Fische ernährt und dann am nächsten Tag wiederkommt. Anstelle also wirklich dem Tier das zu geben, was er in der Natur eigentlich auch kennt. Man muss immer sagen, es ist ein gewisser Lebensinhalt für den Fisch, nach Nahrung zu suchen, genauso wie die Fortpflanzung. Und er ist gar nicht in der Lage, im Prinzip dieses Futter sich so inne zu behalten, so zu speichern, dass er einmal am Tag frisst und dann nicht wieder. Das ist auch der Grund, warum eigentlich auf allen Futterverpackungen mehrmals täglich in kleinen Portionen geschrieben steht. Das ist also kein Ammenmärchen, sondern das hat seinen Sinn. Tiere, die einmal am Tag viel fressen, die scheiden hinten auch wieder viel aus. Und am Ende muss der Filter das Ganze wieder mühselig abbauen. Und daher ist es sicherlich so sinnvoll, die Tiere mehrmals am Tag in kleinen Portionen zu ernähren. Braucht man denn mehr als jetzt eine Futtersorte, wenn ich mich jetzt über das Tier informiert habe, das frisst jetzt das? Oder brauche ich da eine Abwechslung? Also auch da ist es sicherlich schön, eine schöne Abwechslung zu haben. Ich sollte mich natürlich erstmal informieren, was für Tiere ich habe. Also ob ich vornehmlich Grünfutterfresser habe oder vornehmlich Carnivore-Fresser habe. Generell muss man einfach sagen, die meisten Futtersorten, das steht da allein Futtermittel drauf, beinhalten schon relativ viele Zutaten, die sowohl fleischliche als auch pflanzliche Kost beinhalten. Ich kann mich aber natürlich weiterhin spezialisieren und das sollte ich auch machen, wenn ich pflanzenfressende Fische im Aquarium habe, sollte ich zur Auslastung des Darmes zum Beispiel, der ist ja deutlich länger als bei Fleischfressenden, den ruhig auch mal pflanzliche Kost geben, damit der ganze Darmtrakt quasi gefordert ist und die Inhalte zerlegt werden können. Woher weiß ich denn jetzt, was das richtige Futter für meine Fische ist? Was für Inhaltsstoffe sollte es im besten Fall beinhalten? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Wenn ich mir natürlich ein Tier zulege und das ist überall im Prinzip dasselbe, dann sollte ich mich natürlich auch mit dem Tier beschäftigen, also was ich überhaupt in meinem Aquarium an neuen Bewohnern im Prinzip reinlasse. Ich sollte natürlich einmal darauf achten, vertragen sie sich überhaupt mit meinen anderen Fischen. Das heißt, die Vergesellschaftungsfrage sollte ich mir natürlich einmal stellen. Und dann sollte ich mir natürlich auch Gedanken machen, was frisst denn dieses Tier überhaupt in der Natur? Was sind die Bedürfnisse? Und da kann ich zum Beispiel mit unserem Futter ganz hervorragend die Einstellung darauf machen, um diese Bedürfnisse zu decken. Was ist, wenn meine Fische jetzt das Futter nicht fressen? Ist es denn das falsche Futter oder finden die genug so im Aquarium? Also die Akzeptanz bei Fischfutter ist eigentlich relativ groß. Wir haben hier bei unserem Futter eine kleine Besonderheit. Wir verzichten auf künstliche Lockstoffe. Das heißt also, unser Futter ist wirklich sehr natur und damit wären wir ja auch sehr natürlich. Und wir geben also keine weiteren Lockstoffe auf unser Futter dazu. Das wiederum kann aber dazu führen, dass die Akzeptanz unseres Futters in den ersten 2-3 Tagen eher gering ist und sich dann aber bessert und dann werden die Fische, und das verspreche ich Ihnen, dieses Futter auch lieben. Man könnte das ein bisschen flapsig vergleichen mit ich esse wunderbar gerne Schokolade, wenn ich das dauerhaft machen würde, wäre es aber nicht gut für mich. Die natürlich ausgewogene Nahrung wäre besser und so ähnlich ist es auch bei dem Futter. Und wir sagen einfach oder wir glauben einfach, dass die natürliche oder eine sehr natürliche Nahrung dem Tier auch langfristig ein langes, gesundes Leben beschert. Okay, und wie sieht es mit Lebendfutter aus? Ja oder nein? Womit füttern zum Beispiel Sie, Herr Muck, Ihre Fische? Ich fütter meine Fische nur mit Organics. Und ab und zu gibt es dann mal ein Leckerchen, damit die Abwechslung auch wirklich gewährleistet ist. Aber ich füttere in dem Fall kein Lebendfutter.
Also generell muss man einfach sagen, dass man hin und wieder natürlich auch mal einen Linkfutter geben darf. Das ist eine sehr lange Diskussion. Zum Beispiel muss man dann auch gucken, wo sollte man sich natürlich ein schon weckes Lebensfutter ich den Tieren gebe. Das ist diese Diskussion mit rote Mücke oder weiße Mücke. Wenn ich natürlich weiß, dass meine rote Mücke in eher schlechtem Wasser gezogen worden ist, das gebe ich natürlich auch ins Aquarium rein. Ein hergestelltes Futter ist man natürlich auf der sicheren Seite, aber generell würde auch ein Lehmfutter natürlich ein bisschen Abwechslung in die Fütterung mit reingeben. Wir haben uns mit der Sache ein bisschen weiter auseinandergesetzt und zum Beispiel das Snackstick mit auf den Markt gebracht. Das Snackstick, da könnte man ein bisschen verrückt sein und sagen, wieso kommt jetzt ein Hersteller mit dem Namen Sticks und mit dem Namen Snacks überhaupt um die Ecke? Das soll eigentlich so ein bisschen die Natürlichkeit der Ernährung der Fische unterstreichen, nämlich dass die Fische auf der Futtersuche hier ein wenig länger beschäftigt sind und dieser Stick löst sich sehr, sehr langsam im Wasser auf, wird von den Fischen durch das Aquarium getragen und sie müssen sich regelrecht an dem Futter abarbeiten. Es ist sehr formstabil, es lässt fast nichts nach unten durch, sodass man also auch keine Gefahr läuft, dass das Futter letztendlich in den Kies versinkt und dort von den Bakterien zersetzt werden muss und letztendlich Mulm oder Ablagerung bildet. Das ist hier kaum gewährleistet. Also man kann es nicht zu 100% verneinen, aber da haben wir sehr, sehr stark auf die Formstabilität des Futters in der Entwicklung gedacht. Und das soll die Tiere möglichst lange beschäftigen. Jetzt haben wir ja auch schon erfahren, dass man Fische jetzt nicht einmal am Tag füttern soll, sondern lieber öfter am Tag. Sollte man denn auch wirklich jeden Tag füttern oder sollte man auch mal einen Tag Pause machen? Also in der Natur würden diese Tiere eigentlich keine Futterpause kennen und dem würde ich so auch Rechnung tragen. Ich würde einen Fisch nicht quasi tagelang so fett füttern, dass man nachher sagt, naja, jetzt haben sie sich einen Tag Pause verdient. Das bringt den Organismus im Prinzip nur durcheinander und eigentlich gar nichts. Also wir würden eigentlich dafür unser Handelsfeuer legen und auch unterschreiben, mehrmals täglich in kleinen Portionen, so wie aufgeschrieben, ist für das Tier und für das Wohlbefinden der Fische eigentlich das Beste. Jetzt haben wir mal schon von Ihrem Futter geredet. Was für Futtersorten bieten Sie denn selber an? Also wir haben natürlich ein Daily-Futter, das ist das sogenannte Tagesfutter. Dann bieten wir ein Daily-Futter an für die Aufzucht. Das hat etwas mehr Energie für ein vernünftiges Wachstum. Dann haben wir ein Power-Futter. Das ist ein Futter, was wir entwickelt haben für sehr, sehr schwimmfreudige Fische. Nicht jedes Tier verhält sich schwimmfreudig gleich im Aquarium. Das heißt, auch hier haben wir ein bisschen mehr auf die Energie Wert gelegt. Dann haben wir ein Color-Futter entwickelt, was Natürlichkeit, gerade die Rot- und Gelbfarben der Fische ein wenig unterstreicht. Das machen wir im Übrigen mit den Schuppen aus den gefangenen Fischen, die wir in unserem Futter verarbeiten. Dann gibt es weiter ein Mikrofutter. Dieses Mikrofutter ist speziell für Fische mit kleineren Mäulern entwickelt. Dann haben wir ein Veggie-Futter im Sortiment, wie der Name schon sagt. Das beinhaltet eine große Menge an natürlichem Kelb. Da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Die Snacksticks, da hatte ich eingangs schon was zu gesagt. Die Snacksticks sind also A, eine Beschäftigung für die Fische, weil sie es wirklich durch das Aquarium tragen können. Das heißt, dass man sorgt wirklich für Abwechslung der Tiere und der Ernährung. Dann haben wir ein Schrimpfutter, also ein Garnelenfutter mit der Besonderheit, dass wir das gesplittet haben. Einmal auch für die hauptsächlich pflanzlichen Fresser und einmal für die Carnivoren-Fresser. Ein Zickweed-Futter für alle Buntbarschliebhaber in Small und in Medium. Das beinhaltet unsere aktuelle Ranch für den Anfang. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Die Futtersorten wurden alle selber entwickelt? Das sind Rezepturen, die wir schon sehr lange sozusagen haben, also in der Firmengruppe. Und die wirklich angepasst sind auf das, was wir glauben, was für die Fische am besten ist. Und die Futtersorte oder Organics, das ist jetzt was ganz Neues? Nein, ist nichts ganz Neues. Organics hat es auch schon gegeben bei unserer Tochterfirma Söll. Und insofern nutzen wir jetzt diese Heirat der Unternehmen, um das sozusagen einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen. Und wenn man jetzt Interesse an Ihrem Futter hat, wo bekommt man das denn jetzt her? Bei den Partnern, mit denen wir üblicherweise auch zusammenarbeiten. Also das sind die Spezialgeschäfte, das sind Zoofachgeschäfte,
dort in erster Linie. Wenn man noch mehr Informationen über OASO oder auch die neuen Produkte erfahren möchte, wo könnte man sich dann neue oder weitere Informationen reinholen? Also ich denke, die beste Möglichkeit ist, sich auf unserer Webseite zu informieren. Das ist die www.oase.com. Dort gibt es auch einen Film über Organics, weitergehende Informationen, auch über die MSC-Zertifizierung. Also alles das, was wir sozusagen dem Produkt an ideellem Gedankengut mitgeben. Und ja, was wirklich sehr gut ausdrückt, wie wir generell ticken. Und versuchen das halt auch wirklich in jedes einzelne Detail hineinzubekommen. Und da kann man sich sehr gut informieren und kann dann für sich entscheiden, ob das das richtige Produkt ist, ob das, ich sag mal, die eigene Gedankenwelt mitträgt oder nicht. Herr Muck und Herr Wilmink, haben Sie noch etwas, was Sie unseren Zuhörern auf den Weg geben möchten? Ich würde einfach empfehlen, das mal auszuprobieren. Und so wie Kollege Wilmink das schon gesagt hat, nicht erschrecken, wenn die Tiere das die ersten 2-3 Tage nicht ganz so begeistert nehmen. Es hat einfach damit zu tun, dass sie oft Futter gewohnt sind, in dem Geschmacksverstärker drin sind. Und das ist ein bisschen so, als wäre ich täglich bei irgendeinem Fastfood-Laden, dem man das ja auch nachsagt. Und wenn ich dann eine Zeit lang mal was anderes esse, dann muss ich mich erst an einen anderen Geschmack gewöhnen. Worauf Sie sich definitiv verlassen können, ist die hohe Qualität, die diesem Produkt innewohnt. Und das, was wir da machen, wenn Sie sich diesen Film über Organics anschauen, das ist kein Marketing, das ist wirklich der Inhalt dessen, was dieses Produkt ausmacht. Und das ist uns sehr wichtig. Also wir versuchen nicht, irgendeine Marketinggeschichte drumherum aufzubauen, sondern es ist genau so, wie es da beschrieben wird, und dafür stehen wir und das leben wir. Wenn ich da noch einmal etwas dazufügen darf zu dem Ganzen, also wer sich mit einem Bestandteil unseres Futters zum Beispiel auseinandersetzt, der wird feststellen, dass wir nur Lachs, Kailot, Hering und Kelb in unserem Futter verwenden. Das heißt also, auch hier wollen wir die Nachhaltigkeit und das Ganze im Futterbereich noch einmal gänzlich unterstreichen und die natürliche Ernährung der Fische wirklich sehr, sehr nahe kommen. Hervorragend. Das hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Ich wünsche Ihnen noch viel, viel Erfolg damit und vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Wunderbar. Vielen Dank. Schön, dass wir miteinander sprechen konnten. Ihnen allen und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Dem schließe ich mich an. Auch vielen Dank von meiner Seite. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/episode270. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Tschüss und danke, euer Lukas.